So, dann sind hier die Button online sozusagen gedrückt. Ich bin gut zu hören, das Bild ist zu sehen, so soll es sein. Insofern heiße ich euch herzlich willkommen zum heutigen JFD-Workshop. Den Teaser bzw. worum es geht, das solltet ihr wissen. Wir haben ja heute hier das Setup eines, ja, oder vielmehr dann auch sogar später eines zweiten Gastes. Aber primär geht es heute sozusagen um das Thema von der Analyse zum Trading Setup. Worum geht's? Worauf kommt es an? Was sind die Ziele? Das will uns heute Markus Sichler näher bringen, auch in Verbindung eines Kollegen, der sich dann später noch dazu schaltet, sozusagen ein kleiner Special Guest, Eamon, hier speziell. Und das wird euch heute sozusagen im weiteren Verlauf erwarten. Wie immer bei den Workshops ist natürlich alles, was hier passiert, momentan heute zwar kein Live-Trading geplant, aber letztlich das ist hier ein Thema, worum es natürlich gehen soll, wenn man über Trading, Investieren, Anlegen spricht, dann hat das natürlich immer mit Geld zu tun und Risiken spielen hier gerade im spekulativsten Segment des Devisen. Marktes oder auch des Index-Tradings, des CFDs-Handels, aber auch selbst die klassische Aktie natürlich spielt das alles mit. Und insofern sei es aufgeklärt, dass das heute natürlich hier keine Anlageempfehlungen oder dergleichen sind. Wir wollen vielmehr euch den Weg weisen, um hier die ein oder andere Idee auch aktiv mitzunehmen, um sozusagen die eigenen Trading-Skills zu verfeinern. Und da ist sicherlich auch das Setup von der Analyse zum Trading hochinteressant. Und insofern freue ich mich, dass der Markus, wie gesagt, heute zugegen ist und Gast. Und ich würde dann auch nach einem kleinen Opening hier den Bildschirm auch direkt weitergeben, sodass wir direkt ins Thema einsteigen. An der Stelle gleich auch die Ansage, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, nutzt bitte die Tastatur, nutzt die Chancen, hier auch ein Stück weit Interaktion zu starten. Und insofern will ich mal sehen, dass ich den Markus mal kurz vom Mic auch schon freischalte. Markus, sei gegrüßt. Bist du zu hören? Hast du dein Headset schon sozusagen on air? Ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich. Kannst du mir vielleicht kurzes Feedback geben, wie die Lautsprecherqualität ist? Super, wunderbar. Man hört dich. Wie gesagt, du kannst gleich loslegen. Ich schieb dir den Bildschirm dann auch gleich mal rüber. Jetzt habt ihr den Markus schon mal gehört, liebe Leute. Gebt mir doch nochmal kurz ein Feedback, ob auch da alles stimmt. Wie gesagt, Gerd, Uwe, Heidrun, Sabine, André, alle haben schon vorhin bestätigt. Der Raum füllt sich auch weiter. Das ist super. Und Andreas meint gerade etwas blechernd sozusagen. Aber alles zu hören, genau. Also jetzt sind wir ja schon eine Weile im Loop. Den Rest des Klammer haben wir auch durchgenommen. Fühlt euch willkommen und ich will euch eigentlich auch nur noch mal darauf hinweisen, liebe Leute, wenn ihr neben diesen Trading Skills, die wir heute vermitteln, die wir euch heute näher bringen, auch mit der Partnerschaft mit Markus und Co. eben auch einen Marktzugang dafür natürlich braucht, dann ist Fairness und Transparenz das Motto, womit JFD groß geworden ist und das eben seit Gründung mittlerweile auch transformiert zum Bankensegment, hätte ich fast gesagt. Aber nein, wir haben ja auch noch eine Stufe draufgelegt. Also längst nicht mehr ein klassischer Broker, wie man sie in der CFD- und Forex-Landschaft kennt. Denn wir haben hier auch ein Multi-Asset-Universum geschaffen, wo auch echte Aktien mittlerweile handelbar sind. Das natürlich dann im MetaTrader 5. Aber grundsätzlich hier das Just Fair and Direct-Prinzip, dass wir euch niemals in irgendeiner Art und Weise zu einer falschen Ausführung bringen oder an euren Verlusten partizipieren. Das ist nicht unser Thema. Hierbei soll es eher darum gehen, dass ihr Erfolg habt und wir sozusagen euch den Weg dafür ebnen. Deswegen möchte ich jetzt auch so gleich mal den Bildschirm rübergeben, Markus. Jetzt dürfte gleich bei dir auch auftauchen, dass sozusagen der Bildschirm ausgewählt werden muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Bildschirme du überhaupt nutzt. Ja. Jawohl. Bild ist da. Nutzt du mehrere Bildschirme, Markus, oder wie ist das bei dir? Nee, ich bin jetzt gerade auf dem Laptop unterwegs, also das passt. Okay, genau. Super. Okay, Markus, dann will ich gar nicht mehr der Vorrede verlieren. Ich sage auf jeden Fall herzlich willkommen, dass du dir die Zeit nimmst, uns mal heute deine Skills weiterzubringen und auch, wie gesagt, nachher wird Eamon noch ein Stück weit das Ganze vertiefen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt. Wir freuen uns auf gute, spannende 45, 60 Minuten und insofern lass uns doch mal wissen, worum es heute im Schwerpunkt geht. The stage is yours. Ja, super. Erstmal vielen Dank für das gute Intro. Ich hoffe, wie gesagt, die Audioqualität ist gut. Ich gebe mir Mühe, dass man mich gut, klar und deutlich versteht. Ja, wir haben jetzt hier am Anfang direkt eine Startfrage, nämlich, ja, erstmal, damit ich einfach mal ein bisschen weiß,
mit wem ich spreche, weil es ist ja immer ein bisschen schwierig im Trading-Bereich. Es gibt einige Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, die schon vielleicht ein, zwei Jahre traden und sich einfach neue Ideen holen wollen oder halt jetzt Leute, die direkt komplett am Anfang stehen und wirklich von 0 auf 100 jetzt einfach mal was brauchen. Deswegen wäre es aber mal ganz cool, wenn ihr einfach kurz reinschreiben könnt, ob ihr jetzt eher Anfänger oder ja, Amateur oder Profi halt seid, ja, damit ich einfach ein bisschen diesen Inhalt heute auch darauf ausrichten kann, ja. Genau. Okay. Also einige schreiben schon. Also sieht so aus, dass wir hier gemischt unterwegs sind. Also ja, es haben einige geschrieben, dass sie noch ganz am Anfang sind. Einige eben, dass sie jetzt schon einige Jahre Erfahrung haben und auch schon teilweise auch schon länger haben. Also sehr interessant. Das heißt, wir haben ein gemischtes Publikum. Ich versuche natürlich für jeden was eben zu bieten, dass jeder einen Benefit rausziehen kann aus dem heutigen Workshop. Ja, wir gehen jetzt auch direkt schon zum Thema von der Analyse zum Trading Setup. Ja, das ist das Thema des heutigen Workshops. Das heißt, ich möchte im Endeffekt euch am Ende des Workshops ein komplettes Trading-System an die Hand legen, mit dem ihr direkt loslegen kannst. Also im Endeffekt eine meiner Trading-Strategien, mit der ich schon über 5 Jahre profitabel handle. Die werdet ihr komplett erklärt bekommen in dem Webinar. Ich werde auch erklären, warum ich so handle und vergangene Trades eben auch zeigen, die ich genommen haben und dann eben analysieren, warum ich da eingestiegen bin. Ja, als zweites möchten wir auch eben mitteilen, warum der Großteil eben aller Trader einfach Geld verliert und wie man generell die Erfolgschance massiv erhöhen kann, dass man eben nicht zu den Trading-Verlierern gehört. Ja. Also erstmal kurz eine Kurzvorstellung. Ich stelle mich kurz vor. Also ich bin links im Bilde, trade aktuell seit über 5 Jahren, seit 3 Jahren tatsächlich selbstständig. Habe es quasi relativ schnell geschafft, mir aus diesem Trading-System halt ein Einkommen aufzubauen, mitunter auch durch Fremdkapital. Und durch diese Geschichten, wo es natürlich leichter ist, als wenn man mit Eigenkapital rein durchstartet. Ja. Ich trade primär den Devisenmarkt, ab und zu auch den Goldmarkt und das im Tages- als auch im Wochenchart. Genau, und fokussiere mich da eben auf das halbautomatische Trading. Das heißt, ich habe für mich Setups, Systeme, die mir einen Einstieg geben, potenziellen Einstieg geben, wo ich dann im Endeffekt nur noch auf den Chart schauen muss und eben entscheiden muss, ob das Ganze ein richtiger Einstieg für mich ist oder eben nicht. Ja? Eamon ist genau. Übrigens da. Also, Markus, Eamon ist Eamon da. Das ist super. Dann genau. kannst du vielleicht den Eamon kurz noch mit reinholen. Das ist mein Geschäftspartner und der macht auch, vielleicht kannst du dich kurz selbst vorstellen, Eamon. Ja, natürlich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Eamon. Markus, danke für die Einleitung. Ich stelle mich mal ganz, ganz kurz vor. Mein Name ist Eamon Mandavi. Bei Markus geht es darum, er ist der Analytiker und ist der Trader, der schon seit 16 Jahren schon eigentlich mit dabei ist und das hat mich da auch sehr, seit er 16 ist, ja, Markus, seit er 16. Genau. Der Hinsicht. Und wir beide haben uns da zusammengefunden, weil wir beide das Thema Trading ganz, ganz interessant gefunden haben und auch da sehr viel investiert, an Zeit und Geld investiert haben, um da bestmöglich immer das Bestmögliche rauszuholen. Und was uns für beiden ganz besonders macht in Kombination ist, dass mein leidenschaftliches Thema, ja, zum einen ist es ja das Trading. Ich habe mich sehr, sehr lang mit dem Trading beschäftigt. Ich bin auch Vollzeit-Trader, habe meinen Lebensunterhalt auch dadurch finanziert und
mache das genauso wie mit Markus, aber mein Leidenschaftsthema ist es, Menschen an ihren Zielen zu bringen, ja, indem sie natürlich das, was wir ihnen auch beigebracht haben und so weiter, komplett umsetzen. Da habe ich halt in den letzten Jahren im Thema Führung sehr, sehr, sehr viele Menschen im dreistelligen Bereich schon zu ihrem Ziel gebracht. Und diese Zusammenarbeit mit Markus hat gezeigt, dass wir in Kombination eigentlich unschlagbar sind. Ja, der eine macht so den analytischen Teil und der andere macht das Thema Führung und so sind wir auch gemeinsam hier zusammengekommen. Ja, genau. So zum Thema. Perfekt, perfekt, perfekt. Also, danke, Eamon, für deine Vorstellung. Ich würde sagen, wir gehen gleich in die nächste Folie über und zwar wollen wir direkt mit dem Content starten. Also wir wollen ja heute einfach möglichst viel Mehrwert natürlich in begrenzte Zeit reinpacken und jetzt geht es erstmal um die Herangehensweise, also um ein System, um am Markt eben zu profitabel handeln zu können. Ja, jetzt gehen wir kurz weg von der Folie auf den Chart. Und jetzt will ich euch kurz mal was zeigen. Und zwar soll es einfach kurz, wird es jetzt ein sehr spannendes Spiel, wo wir uns hier mal kurz in der Vergangenheit den Chart anschauen. Und ich will einfach mal ein bisschen zeigen, warum es überhaupt wichtig ist, ein strukturiertes Handelssystem zu haben. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment, aber für mich ist immer sehr wichtig, dass wenn ich was erkläre, dass den Leuten einfach oder euch klar wird, warum das überhaupt wichtig ist. Ja, weil ich bin jemand, wenn ich jetzt mir was anhöre und ich sehe den Grund gar nicht, warum ich das überhaupt machen sollte, dann macht es für mich keinen Sinn. Und dann schalte ich sofort ab und denke mir, okay, das brauche ich ja eh nicht. Ja, und in dem Fall wollen wir das einfach mal kurz demonstrieren, was eben passiert, wenn man eben kein System hat, ja, wenn man einfach nur fröhlich drauf lostradet. Kurz ein Template einbinden und jetzt würden wir mal sagen, wenn ich hier einfach ohne System handle und jetzt sagen wir mal, ich kaufe hier und lass jetzt mal hier diesen Simulator laufen. Ja, und sage jetzt, okay, gut, der Markt geht nicht in meine Richtung, ja, ich lasse den Trade laufen, oder der kommt ja eh wieder ins Plus, ja, dann kommt man natürlich sehr schnell irgendwo an den Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon sehr viel Minus, schließen wir den Trade und dann schauen wir, okay, was passiert, ja, jetzt ist er so weit nach unten gegangen, jetzt muss er ja weiter nach unten gehen, was sehr viele machen und genau dann geht er nach oben, ja, und dann sagt man, okay, was machen wir jetzt? Also ihr wisst, worauf ich raus will, ich will es jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen fortführen, also einfach ohne System irgendwo einzusteigen und jetzt sagt man, okay, jetzt ist der Trade im Plus, schnell mal gleich wieder, jetzt muss er wieder hochgehen, okay, ja, und geht er wieder runter, dann machen wir gleich wieder zu, wenn er ein Plus ist. Ja, also man merkt, der große Profit wird jetzt nicht erwirtschaftet und vor allem haben wir auch ganz schön große Risiken. Also gut, eine Standard-Lot, die wir hier verwendet haben, also diese Handelseinheit ist auch relativ groß, aber trotzdem, es geht hier schon sehr stark in eine negative Richtung. Ja, und darauf will ich hinaus. Das heißt, wenn ich kein System habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass irgendwann ich entweder ja, nichts mehr auf dem Konto habe, ihr seht, die Volatilität ist einfach unbegrenzt, das Risiko ist unbegrenzt und das führt einfach dazu, dass unser Konto relativ schnell bei Null ist. Ja? Schauen wir mal, es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weg. Okay, you are bankrupt. Okay, das heißt, wir brauchen ein System. Wir können nicht einfach mit einem gewissen Volumen einsteigen, aussteigen, wie wir wollen, ohne irgendeine Struktur, ohne irgendein Setup. Ja, das wissen ja viele von euch schon, aber jetzt vielleicht für Leute, die jetzt so ein bisschen am Anfang stehen,
man braucht einfach einen systematischen Handelsansatz, wo man weiß, okay, wenn die und die Konditionen, wenn die und die Parameter eben eintreffen, und da komme ich jetzt wieder zurück auf die Folie, dann kann ich einsteigen. Ja? Und in unserem Fall oder in meinem Fall, so wie wir an den Markt eben herantreten, ist es eben so, dass wir 5 Schritte haben, wie wir unsere Trades öffnen, managen und wieder schließen. Ja? Und der erste Schritt ist eben generell die Marktstruktur. Das werden wir uns nachher im Detail nochmal anschauen, aber generell heißt die Marktstruktur einfach die Zonen, das Momentum, die Bewegung, hat man einen Trend, hat man eine Seitwärtsbewegung. Ja? Und als nächster Step ist im Endeffekt dann die Strategie. Das heißt, dass ich mit einem System arbeite, das mir einen Vorteil gibt. Ja? Es macht ja keinen Sinn, dass ich einfach nur trade und einfach nur irgendwann einsteige, sondern ich muss ja generell ein System haben, wo ich einen Vorteil habe. Das heißt, wo in regelmäßiger Häufigkeit meine Strategie mir einen Vorteil gegenüber anderen Tradern gibt. Weil in der Börse müssen wir besser sein als andere, um profitabel zu sein, um Geld zu verdienen. Ja? Und als nächster Step ist dann die Trade-Ausführung, die Execution des Trades. Da ist natürlich auch wichtig, wie viel Risiko setze ich pro Trade, dass ich einen Stop-Loss verwende, dass ich von vornherein weiß, ich habe zum Beispiel 30.000 Euro zur Verfügung, ich riskiere 1%. Wenn der Trade ins Minus geht, habe ich 1% verloren und kann einen neuen Trade eröffnen. Ja? Als nächster Schritt ist das Management des Trades. Das ist was sehr, sehr, sehr viele Trader, zumindest so wie ich erfahren habe oder so wie ich einfach gesehen habe, vernachlässigen oder gar nicht wissen, wie sie einen Trade überhaupt managen sollen, wenn der einmal offen ist. Ja? Und auch das ist natürlich abhängig von der Trading-Strategie. Ja? Aber man sollte wissen, wie manage ich denn? Wie oft muss ich auf den Chart schauen, wenn ich jetzt einen offenen Trade habe? Ja, so schaue ich jetzt alle 3 Minuten drauf, jede Minute, alle paar Sekunden. Oder schaue ich vielleicht einmal die Stunde oder zu den Handelszeiten, wo ich halt eben aktiv bin. Ja? Und als letzter Step ist eben die Schließung des Trades. Und viele meinen, dass da nur den Take Profit gibt oder den Stop Loss gibt. Aber auch da gibt es noch Variablen, die man eben machen kann. Muss man sich überlegen, klar. Aber man kann eben den Trade, wie gesagt, einfach im Plus schließen. Man kann ihn in den Take Profit laufen lassen. Schauen wir uns dann nachher an, wie ich das selbst mache. Oder man kann den Stop Loss nachziehen, bis man ausgestoppt wird. Ja, so weit zu der Herangehensweise. Also es ist ein systematischer Prozess, den ich immer wieder wiederhole, wo ich ganz genau weiß, in der Phase mache ich das, ich riskiere so und so viel Prozent pro Transaktion, ich manage meine Trades und am Ende führt das dazu, wenn ich hier eine fixe Herangehensweise habe, führt das dazu, dass ich meine Emotionen, also sprich die Emotionen, die wir vorher gehabt haben in diesem Simulator, dass wir die einfach zurückrudern können. Ja, weil wenn ich jetzt hier, wenn ich emotional trade, das heißt, wenn ich mich von meinen Emotionen leiten lasse, dann führt es sehr oft dazu, dass ich eben den Stop-Loss nachziehe, dass ich schnell aus den Trades rausgehe, wenn sie im Profit sind. Und das führt oft dazu, dass meine Strategie, die grundsätzlich profitabel ist, nicht mehr profitabel ist, weil ich natürlich zu schnell Dinge mache, die nicht zu meiner Herangehensweise, zu meiner Systematik gehören. Ja, jetzt wollen wir auch schon weitergehen mit einem Content. Ja? Also was ich hier jetzt gemacht habe, ist, ich habe uns eben Beispiele aus der Vergangenheit rausgesucht, wo ich eben Trades eingesetzt habe, wo ich eben Trades gesetzt habe
Und wir werden uns im Endeffekt im Nachhinein das Ganze anschauen, wie sich das entwickelt hat. Und ich werde in diesen Beispielen, werde ich auch erklären, warum ich eingestiegen bin, was ich gemacht habe, was ich mir dabei gedacht habe, damit man das relativ ähnlich nachbilden kann. Ja, leider können wir jetzt kein Live-Trading machen, weil ich, wie gesagt, im größeren Zeitrahmen handle. Das heißt, ich handle im 1-Stunden-Timeframe, teilweise auch im 15-Minuten-Timeframe, aber auch bis zum 4-Stunden-Timeframe. Und wenn ich jetzt hier einen Trade öffnen würde, dann müsste man, glaube locker mal 5 Tage warten oder 3 Tage warten, müssen wir da sehen, was aus den Trades geworden ist. Deswegen, wie gesagt, Trades aus der Vergangenheit, die wir uns hier eben anschauen können. Ja, also wir haben jetzt hier aktuell Euro-US-Dollar, das Währungspaar Euro gegen den US-Dollar, haben wir hier einen Chart drauf. Und wir gehen jetzt mal quasi durch die verschiedenen Steps, diese 5 Steps, die ich eben auch vorher genannt habe. Und ich werde dementsprechend immer erklären, was ich gemacht habe. Ja, wir haben jetzt als ersten Schritt ja die Marktstruktur. Und erstmal kurz, was bedeutet die Marktstruktur? Marktstruktur heißt einfach generell, dass ich mir eine bestehende Struktur von dem Markt anschaue, aus Sicht der technischen Analyse. Wenn ich einfach hier jetzt zum Beispiel einen Uptrend habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ja Uptrend fortsetzt, höher, als dass sich jetzt ein kompletter Downtrend entwickelt. Ja, das ist einfach wichtig zu wissen. Das heißt, wenn ich hier diesen Uptrend, also diesen höheren Hochs, höheren Tiefs, wenn ich hier einen Verkauf sehen will, brauche ich dafür eine Bestätigung, weil grundsätzlich ein Uptrend immer stärker ist und die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass der sich fortsetzt nach oben. Ja, was ich hier genau gemacht habe, ist im Endeffekt Zonen eingezeichnet. Ja, viele kennen das Ganze auch unter Support Resistance. Ich persönlich nutze das anders. Ich nutze hier eben Zonen, wo ich einfach verschiedene Kontakte sehe. Ich sehe das Ganze immer so ein bisschen als Treppenstufen, wo der Preis halt einfach gewisse Barrieren hat. Ja, also zum Beispiel hier, der Preis ist hier ein paar Mal eben abgeprallt und die Wahrscheinlichkeit ist halt da, dass der Preis es nicht schafft, über diese Barriere drüber zu kommen. Ja? Deswegen macht es vielleicht jetzt nicht so viel Sinn, dass ich hier einsteige und hoffe, oder sagen wir mal hier einsteige, egal. Also generell einfach wird es nicht so viel Sinn machen, dass ich direkt vor das Stoppschild vom Preis einkaufe. Ja? Weil die Wahrscheinlichkeit einfach nicht gegeben ist, dass der hochgeht. Es kann immer noch sein. Nicht falsch verstehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht da. Deswegen muss ich mal hier solche Zonen einzeichnen, damit ich einfach sehe, okay, wo kann der Preis drehen, wo kann der Preis eben stehen bleiben oder seitwärts gehen. Und das habe ich hier in dem Fall eben auch gemacht. Ja? Ansonsten gehen wir hier gleich zum nächsten Step in der Marktstruktur. Das wäre jetzt generell Trendlinien. Trendlinien zeichnet man generell einfach, um mögliche Kontaktpunkte sich anzuschauen. Also sprich, wenn ich jetzt hier einen Trend habe, dass ich hier möglicherweise nochmal eine Trendfortsetzung bekomme. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier das als Trendlinie ansehen würde, kann es sehr gut sein, dass wenn hier diese Linie berührt wird, dass der Preis weiter nach unten geht, dass der Trend fortgesetzt wird. Bei Trendlinien muss man grundsätzlich sagen, Trendlinien, das ist ja, das sieht jeder Mensch oder jeder Trader auch anders. Also das ist eine objektive Sache. Wenn ich jetzt sage, hier ist doch eine Trendlinie, dann kann es sein, dass hier in dem Webinar 50 Leute sagen, hey, das ist doch keine Trendlinie, was will denn der jetzt? ist absolut nachvollziehbar, weil jeder den Trend an sich oder auch diese Zonen anders wahrnimmt. Ja, das sind Sachen eben, die objektiv sind.
Deswegen ist es auch teilweise schwierig für ja, neuere Trader da, das richtig zu zeichnen oder das richtig zu deuten auch. Ja. Wir gehen gleich in den nächsten Schritt und jetzt wird für einige spannend, für andere vielleicht kennen die Strategie schon. Ich habe die in Deutschland, im deutschen Raum noch nicht gesehen, in derartigen Form. Ich erkläre kurz, wie das Ganze funktioniert generell. Wir haben auf dem Chart zwei Indikatoren, zum einen die EMA 14 und zum anderen die EMA 100. Ja, das ist die klassische EMA 100. Das schaut hier nur anders aus, weil das ein spezieller Indikator ist, der quasi die Farben ändert, wenn der Preis quasi über der EMA 100 ist, wird das Ganze grün. Wenn der Preis unter die EMA 100 geht, wird das Ganze rot. Was es für mich einfach einfacher macht, hier schnelle Entscheidungen zu treffen und schnell einen Überblick zu bekommen. Ja, weil ich will ja in den Uptrend möglichst kaufen und in den Downtrend möglichst auch verkaufen. Besonders interessant ist es natürlich für mich, wenn ich hier in diesen Uptrend ein Verkaufssignal bekomme, was mir einen sehr knappen Einstieg bekommt, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Markt nach unten geht. Ja, soweit zu der Strategie. Das heißt, was muss geschehen, damit ich einsteige in den Kauf? Da müssen folgende zwei Sachen geschehen. Der Preis muss über der 100 EMA sein und über der 14er EMA sein. Ja, das bedeutet für mich, okay, grundsätzlich ist das Momentum nach oben und die Wahrscheinlichkeit ist auch da, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Ja, ich steige aber nicht einfach nur blöd ein, wenn ich jetzt hier sehe, okay, da geht jetzt mal kurz nach oben und ist jetzt über den zwei Moving Averages, sondern ich versuche natürlich hier einen möglichst effizienten Einstieg zu finden. Also hier wäre jetzt ein Beispiel, ein Retest auf die EMA. Das heißt, wenn ich sehe, hey, der Preis kommt zurück und bietet mir einen guten Einstieg mit einem niedrigen Drawdown, mit einem niedrigen Stop-Loss. Ja? Weil ich jetzt gerade sehe, dass jemand noch die Frage gestellt hat, was Exponential Moving Average heißt, jetzt habe ich schon gesagt, was EMA heißt. EMA heißt Exponential Moving Average. Das heißt exponentielle Moving Average. Und Moving Average bedeutet gleitender Durchschnitt. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 14er Moving Average habe, oder Exponential Moving Average, dann ist es der gleitende Durchschnitt, der Durchschnitt der letzten 14 Candles in dem Fall. Ja? Die EMA hat noch die Besonderheit, dass die auf die letzten Bewegungen relativ gut reagiert. Das heißt, die ist nochmal ein bisschen flexibler als die normalen Moving Averages. Genau, deswegen nutze ich die, um mit der Strategie schnell und effizient in neue, sich entwickelnde Trends reinzukommen. Das heißt, ich will genau dann drinnen sein, wenn sich ein neuer Trend eben etabliert hat. Ja, in dem Fall wäre jetzt hier der Einstieg, würde einen Stop-Loss circa hier haben und würde dann, wenn der Trade in Profit hier ist, natürlich super easy, würde man den Stop-Loss einfach nur der 100er EMA nachziehen. Das heißt, man tradet hier auch ohne Take Profit. Ich habe hier kein Kurstarget. Das interessiert mich auch grundsätzlich nicht. Ich versuche wirklich mit 1%, das ich riskiere, zum Beispiel aus einem 30.000 Euro Konto, wirklich das meiste rauszuziehen. Das heißt, dass ich wirklich es schaffe, vielleicht aus 1% Risiko, aus 1% Einsatz, 5% oder 10% Gewinn rauszuziehen. Ja, das ist wirklich das Ziel mit dieser Strategie. Ja, wir werden jetzt hier einfach mal kurz durchgehen und zum nächsten Schritt gehen. Und zwar ist es die Ausführung. In dem Fall ist es für mich sogar ein bestätigter
bestätigt Trade. Das heißt, ich kann jetzt einsteigen, weil sich diese zwei Exponential Moving Averages sich kreuzen und sogar diese Zone durchbrochen haben, einen Retest machen und jetzt hier auch nochmal die zwei EMAs retesten. Also eigentlich ein perfekter Einstieg grundsätzlich. Und deswegen bin ich hier eingestiegen mit 1% Risiko, minimalen Stop-Loss. Also ich glaube, es waren, was waren das? Ich glaube, 12 Pips oder ein bisschen mehr vielleicht, muss man jetzt hier ausrechnen. Und genau, das heißt, ich versuche natürlich jetzt hier ein gutes Kurstarget nach unten zu erreichen, damit ich einfach diesen 1% Einsatz, dieses Risiko wieder rausholen kann. Ja? Wir gehen jetzt hier gleich auf den nächsten Step, und zwar hier das Trade Management. Das heißt, ich habe jetzt den Trade geöffnet, sehe jetzt, okay, der ist jetzt auch soweit im Plus, und kann jetzt hier auch schon den Stop-Loss nachziehen, sobald ich einfach sehe, hey, von der Struktur kann es gut sein, dass jetzt weiter nach unten geht, ziehe ich den Stop-Loss nach. Also ich denke, das ist jetzt noch 2 Pips im Minus oder so, und warte dann quasi, was sich daraus entwickelt. Ja? In dem Fall ist der Preis wieder komplett nach oben gegangen und ich bin minus 2% circa genau ausgestoppt worden. Das heißt, ich hatte halt dann statt den 1% Risiko, hatte ich halt circa dann 0,15% riskiert oder minus gemacht in dem Trade. Ja? Hier habe ich jetzt einfach mal kurz weiter gezeigt, was der Preis gemacht hat. Also der Preis ist im Endeffekt hier dann weiter nach oben gegangen und hier zu den Zonen. Und von daher war es für mich dann auch nicht mehr interessant, weil für mich der Markt schon relativ weit gelaufen ist und für mich jetzt in dem Sinne kein weiterer Buy-Einstieg interessant war. Ja. Ja, jetzt haben wir hier noch ein weiteres Beispiel im Australian Dollar, US-Dollar. Das ist, glaube ich, auch das letzte Beispiel, wo wir hier eben auch einen Uptrend haben. Das heißt, grundsätzlich kann man hier sich die Marktstruktur einzeichnen. Wir sehen auch hier, wie das Ganze zutrifft. Ja? Also wenn der Markt einmal hier das durchbrochen hat oder hier das Level erreicht hat, kann der sich teilweise für längere Zeit dort aufhalten, bis er eben dann weiter nach oben geht. Ja, also man sieht hier tatsächlich, dass diese Zonen auch was aussagen und dass die nicht nur zum Spaß da sind. Und ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe die Marktstruktur mir angeschaut. Ich habe hier einen Trend, eine Trendlinie gesehen. Manche würden die wahrscheinlich hier noch das Tief mitsetzen. Genau, ich habe jetzt hier einfach mal das gesehen und jetzt würde ich wahrscheinlich auf einen Sell-Einstieg schauen, soweit ich das mir von der Struktur anschauen kann. Ich habe hier jetzt die Strategieindikatoren hinzugefügt, wo man hier eben auch sieht, dass wir primär eben einen Aufwärtstrend sind und jetzt wird es interessant. Ja. Wir haben jetzt hier tatsächlich auch schon ein Sell Einstieg. Hier wäre eben der Einstieg noch viel zu früh gewesen, weil wir erst auf den Cross warten müssen. Und auch hier wäre es kein Einstieg gewesen, weil wir ja hier komplett eine Zone haben, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es wieder hochgehen kann. Das heißt, wir haben hier die Zone, wir haben das ja schon oft gesehen, dass der Markt an diesen Zonen eben wieder abprallt und weiter nach oben geht. Das heißt, Wahrscheinlichkeit war für mich einfach da, dass ich sagte, okay, da gehe ich jetzt lieber nicht rein, weil wenn der wieder hochgeht, dann bin ich schnell ausgestoppt. Das heißt, dann habe ich meine 1%, die ich eingesetzt habe, habe ich dann wieder verloren, was natürlich ungünstig ist. Ja. Genau, in dem Fall war ich falsch, aber das gehört ganz normal dazu. Wir hatten hier diese Zone durchbrochen, was natürlich für ein Sell-Signal spricht. Trotzdem würde ich jetzt natürlich nicht einfach hier einsteigen, wie es viele machen, dass sie sagen, ja gut, jetzt geht's runter, hey,
schnell rein damit, schnell mal 3-4 Lots platziert. Das macht für mich keinen Sinn. Ich brauche einen sauberen Einstieg mit dem geringen Risiko, wo ich viel rausholen kann im Endeffekt. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, was hier jetzt dann noch passiert ist. Und genau, das ist dementsprechend auch noch vorgekommen. Das heißt, wir haben hier den Retest an der Zone gehabt und jetzt auch den Retest quasi an der Moving Average. Genau, glaube, da hatte ich dann auch direkt, glaube ich, bin ich direkt eingestiegen. Dieses Mal mit einem bisschen größeren Stop-Loss, aufgrund dessen, dass wir jetzt doch schon sehr stark von diesem Cross quasi entfernt sind. Und bin, wie gesagt, wieder im Retest eingestiegen, damit ich möglichst wenig hier ins Minus gehe. Ja, damit ich selbst von den 1% nicht die ganze Zeit im Drawdown bin. Ja, also, dass es dann noch ins Minus geht, sondern dass die Trades schnell ins Plus kommen. Und da ich da schnell den Stop-Loss nachziehen kann. Ja. Jetzt ist quasi wieder das Management angesagt des Trades. Und jetzt geht der sogar noch weiter hoch. Also es war tatsächlich gar nicht so schlecht, dass ich den Stop-Loss ein bisschen höher gesetzt habe. Okay, wow, das genau, da waren glaube ich News. Zu dem Zeitpunkt ist der Markt nach unten gegangen. Das ist natürlich super für mich. Ja, ich habe jetzt hier 1% riskiert, habe jetzt hier schon 2% im Plus. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Grundsätzlich vom System her gehen wir jetzt hier nicht raus, weil ich will ja aus meinen 1%, die ich jetzt in dem Markt, die ich in meinem Konto riskiere, da will ich am meisten rausholen. Ich will ja nicht einfach hier jetzt schnell einen Profit abschöpfen, sondern will natürlich meistmöglich mitziehen. Ja, hier ist eine ein bisschen spätere Situation. Der Markt ist dann nochmal kurz zurück. Das ist sehr oft. Und dann eben der EMA entlang runter, was natürlich super für mich ist, weil jetzt habe ich wahrscheinlich schon einen Risk Growth 1:4. Das heißt, ich habe 1% riskiert, 4% in dem Trade schon gewonnen und der Stop Loss ist jetzt auch schon im Plus. Das heißt, es kann alles passieren, aber ich kann nichts mehr verlieren. Ich kann nicht mal meine 1% kann ich verlieren. Also ich habe schon, sagen wir mal, ein halbes Prozent habe ich schon fix, das mir zusteht, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und habe ich hier ein bisschen vorgespult noch. Hier ist der Markt dann noch mal einiges weiter gelaufen. Einige würden wahrscheinlich jetzt hier aussteigen, was sagen, okay, jetzt kann es ja wieder hochgehen. Ich mache das grundsätzlich nicht. Wie gesagt, ich weiß, gehe immer mit der Einstellung in den Markt, dass ich nicht weiß, was passiert. Ich versuche nur, die höchste Wahrscheinlichkeit einfach mir rauszuziehen. Ja? Genau, ziehe hier den Stop-Loss nach und geht es tatsächlich dann nochmal weiter nach unten, habe den Stop-Loss hier wieder angepasst. Und jetzt, glaube ich, geht es wieder hoch und Stop-Loss bleibt ganz normal und bin hier dementsprechend ausgestoppt worden. Ja, das heißt, ich habe hier einen, ja, mit 20 Pip, ist schon relativ viel eigentlich für den M15-Timeframe, aber habe, ja, sagen wir mal, 1% riskiert und habe ja schon 5% oder 6% rausbekommen. Ja. Und das passiert relativ häufig bei diesen Trades, weil, das kann man, könnt ihr gerne einfach ein bisschen nachprüfen, zum Beispiel im Euro-US-Dollar, im Euro-Schweizer-Franken, im Euro-Cut, sind ja aktuell sehr im Trend nach unten, ja, wo man, wenn man theoretisch Sell eingestiegen wäre, wäre man bis jetzt, glaube ich, noch drinnen in den Trades, wenn man da eben einfach nur den Stop-Loss immer nachzieht. Und ich meine, das ist ein No-Brainer, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier, sagen wir mal, 10 Pips riskiert und kann aus dem Trade, wo ich 1% riskiert habe, kann ich 100 Pips rausholen. Ja, das ist natürlich ein No-Brainer, oder muss ich nicht überlegen, dass ich da profitabel bin. Ja, ganz klar ist, gilt zu sagen, dass das nicht immer passiert. Ganz klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man hier bei jedem Trade, ich habe es hier gesehen, ich habe hier sehr transparente, sehr wahrscheinliche Beispiele rausgesucht,
die auch wirklich im echten Markt passieren können. Klar gibt es natürlich Phasen, wo mal eine Extrembewegung nach unten kommt, wo man natürlich dann vielleicht 100, 200 Pip mitnehmen kann mit einem Entry von 15 Pips. Und man braucht sich dann nur überlegen, wenn man 1% riskiert, kann man dann mal schnell 15% mitnehmen. Aber das ist meistens nur, wenn irgendwie News sind, wenn irgendwelche Krisensachen sind mit Coronavirus und solchen Geschichten, wenn wirklich ein extremes Momentum im Markt ist. Aber jetzt mal so normal, in normalen Phasen schaffe ich mit der Strategie circa eine Gewinnrate, die ist so circa bei 40-45%. Aber wenn jetzt einige sagen, hey, das ist ja gar nichts, so ich will 80% haben. Aber das Wichtige ist, diese zum Beispiel, sagen wir mal, 45% der Trades schließe ich im Profit ab. Davon setze ich jeweils aber nur 1% ein und kann im Durchschnitt 3% rausholen. Das heißt, das ist eine relativ einfache Rechnung, dass ich dadurch sehr einfach profitabel bin. Ja, das ist viel einfacher, als wenn ich eine Gewinnrate von 80% hätte mit dem Risk-Reward von 1:1. Und ja, das ist auch generell das, was ich immer Tradern empfehle, lieber sich darauf zu fokussieren, dass man die Trades so lange wie möglich hält, natürlich effiziente Einstiege bekommt, wie hier, also hier waren wir ja nicht drinnen, aber hier zum Beispiel, wo man natürlich auch die gegebene Wahrscheinlichkeit hat, dass der Trade aufgeht. Also ich gehe nicht einfach irgendwo im Markt rein und sage, okay, bleib so lange drin, wie es geht, weil dann habe ich ungefähr eine Gewinnrate von 10% oder von 5%, dass ich überhaupt das Risk-Reward-Verhältnis habe, dass ich überhaupt aus 1% 3% machen kann oder rausziehen kann. Genau. Ja, jetzt schauen wir mal, wie viel Uhr ist es denn? Kurz hier schauen. 17:55. Ich gehe hier kurz, übergebe hier an den Eamon. Dann können wir direkt weitermachen. Okay, ja, super. Ja, dann fangen wir mal an. Wie viele von euch sind der Meinung, jetzt schon vieles mitgenommen zu haben? Ja, einfach mal Ja oder 111 in die Gruppe reingeschickt zu haben. Und wie viele von euch haben da ungefähr eine Ahnung, dass da im Trading, ja, sind ja viele da, die ja neu sind, und es sind ja viele da, die ja schon ein bisschen Erfahrung im Trading gehabt haben. Das ist jetzt vielleicht eine andere Herangehensweise, was der Markus jetzt gerade gemacht hat, aber was der jetzt gerade getan hat, ist die Basics plus eine Strategie euch an die Hand zu geben, so dass ihr jetzt schon sofort ins Trading kommen könnt und dass ihr jetzt schon Profite erzeugen könnt. Das heißt, allein mit der Analyse von den Support-Resistance-Linien, mit dem Trend, mit den verschiedenen Punkten, die ihr da auch aufgezeichnet habt, und zusätzlich dann noch mit dem Indikator, habt ihr schon eine fertige, fixwertige Strategie an der Hand bekommen, wie ihr jetzt Profite erzeugen könnt. Jetzt kommen wir mal zu dieser Folie, Kampf gegen die Wahrscheinlichkeit. Ja, was heißt das denn jetzt? Also, eine aktuelle Statistik, die besagt, 90% der Trader verlieren 90% ihres Kapitals in 90 Tagen. Genau. Und warum ist das so? Warum ist das so, dass so viele Leute ihr Geld verlieren im Trading-Bereich? Als ich mit dem Thema Trading mich auseinandergesetzt habe, da war das so, der Grund für mich war, ich habe immer investiert. Ich habe investiert in Companies, die für mich das Trading übernommen haben. Und die haben so viel Minus gemacht, es waren Startup-Companies, und so, dass ich gesagt habe, ich möchte selbst das Ganze in die Hand nehmen. Ich möchte mich selber weiterentwickeln. Ich habe da zigtausende von Euros. Da war ich in der Trading-Akademie in London, habe da 1,5 Jahre auch noch gelernt und zigtausende in die Hand genommen, um Wissen mir anzueignen, damit ich selber traden kann. Ja? Und viele gehen und holen sich das Wissen aus YouTube. Viele gehen und holen sich das Wissen aus Google. Ja? Das ist Wissen, das jedem frei zur Verfügung steht. Ja? Ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist meistens aus dem Kontext gerissen. Ja? Und was wichtig ist, was jetzt den Verlierer, und hier bei dieser Folie, was hier den Verlierer und den Gewinner ausmacht,
ja, sind ganz, ganz einfache Sachen. Der Verlierer, der hat kein System, ja, er hat nur einzelne Puzzleteile, ja, er hat kein Wissen, ja, und er hat keine Erfahrungen. Das heißt, er lässt sich ganz, ganz leicht durch Werbung, lässt sich ganz, ganz leicht durch irgendein Know-how von anderen Leuten noch mit reinziehen und setzt so seine Trades. Er hat doch gar kein System. Er weiß gar nicht, wie setze ich jetzt eigentlich meinen Trade? Welchen Chart nehme ich jetzt überhaupt oder welches Währungspaar nehme ich überhaupt? Ja, und erfolgreich ein Gewinner, der weiß ganz genau, was für ein System er hat. Ja, er weiß ganz genau, okay, das ist jetzt ein Uptrend. Ja, wenn ich jetzt aber rauszoome, dann ist es auf einmal kein Uptrend mehr, sondern es ist ein Downtrend, weil der Timeframe zu klein oder zu groß war. Ja, er weiß ganz genau, wie er seinen Trade setzt. Er weiß ganz genau, wie er sein Kapital einsetzt, damit auch wenn er mal einen Minus-Trade macht, was ganz, ganz normal ist, er trotzdem im Nachhinein im Plus ist. Das heißt, er hat ein fundiertes Know-how und er kontrolliert es und erweitert sich auch ständig weiter, das ganze Wissen, weil nichts ist schlimmer als Stillstand. Ja, also kontinuierliches Wachstum ist komplett wichtig. Und was ich euch wirklich an die Hand geben kann, ist lernt, lernt, lernt. Ja, Stillstand ist Rückstand und ihr müsst euch weiterentwickeln. Deswegen hat doch ein Gewinner einen Coach. Ein Coach ist einer, der einen an die Hand nimmt. Ja, und dir ganz genau zeigt, wie was funktioniert. Ja, wie du deinen Trade setzt, was sind deine Ziele, wie viel Zeit hast du, welche Strategie passt gerade zu dir, willst du Long- oder Short-Term traden, bist du Trader, der jeden Tag tradet oder willst du nur einmal in der Woche traden und anhand von dem hast du deine Strategie, eine besondere, bestimmte Strategie und das macht dann eben eine ganz, ganz gute Zusammenarbeit mit GFD Bank zum Beispiel auch so ganz, ganz wichtig, weil warum sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier, um euch ein wenig mehr Einblick zu geben, damit ihr euer Kapital so weit wie möglich beibehält. Das heißt, wir agieren hier in Anführungsstrichen als Coach. Wir zeigen euch, wie ihr quasi euer Kapital vermehrt, ja, und geben euch Strategien an die Hand, damit ihr wachsen könnt und euer Kapital vermehren könnt und nicht verlieren könnt. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch jemanden hat, der einem an die Hand führt. Ja, wenn es jetzt darum geht, dann müsst ihr euch ganz, ganz stark bei der GFD Bank und beim Christian bedanken. Ja, und für mich ist auch eine große Freude, hier dabei zu sein und euch ein bisschen was mitgeben zu dürfen. Genau aus dem Grund, weil wir gesagt haben, jemand, der traden möchte und langfristig ist das ganz, ganz, ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, also kontinuierlich, ja, Geld verdienen möchte im Trading und vielleicht seine finanzielle Unabhängigkeit kriegt oder seine Finanzen einfach vergrößert und nicht abhängig von der Bank sein möchte, der muss ständig wachsen. Und genau aus diesem Grund, da hat der Markus am Anfang eine ganz schöne Folie gezeigt, haben wir die Lines Trading Akademie gegründet. Ja, wir nehmen hier unsere Trader an die Hand und helfen ihnen Monat für Monat besser zu werden, sodass ein kontinuierlicher Wachstum vorprogrammiert ist. Ich fasse mich jetzt ganz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Hand aufs Herz. Wir haben einen Deal mit der GFD Bank für deren Kunden und der ist wirklich limitiert auf 10 Personen. Okay? Das heißt, all diese kompletten Punkte, also die Lines Trading Ausbildung, die 6 Monate, das 1:1 Coaching, die Mastermind, ja, die einmal im Monat live ist, die Signale, gibt es komplett für 1.182 Euro. Das sind 197 Euro pro Monat, nur für die ersten 10 Personen. Nur für die ersten 10 Personen, warum? Weil das jetzt nicht unser Preis ist, zum einen und zum anderen, weil wir ja selber traden. Wir können nicht extrem viele Menschen aufnehmen, weil wir sie wirklich an die Hand nehmen und mit denen komplett da durchgehen und die Ziele ausarbeiten und die Trades setzen und so weiter und. Ja, also für all die Leute, die jetzt sagen, das ist jetzt für mich interessant, das ist jetzt ein cooles Angebot, ich will da mit dabei sein, die können jetzt halt auf den Link klicken. Ja, Christian, du kannst da gerne den Link da platzieren. Die können da auf den Link klicken und können sich jetzt das Angebot holen. Ja, und für all die anderen, die danach, nach dem Call sagen, ja, okay, überlege ich mir schon mal die Aufzeichnung an und so weiter, da gilt leider der
der andere Preis. Ja, da geht leider der andere Preis. Ja. Und ja, am besten würde ich jetzt alle auf jeden Fall mit dabei haben, damit, weil das jetzt hier eine große Win-Win-Situation ist für alle. Aber 10 Personen, nur 10 Personen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist für mich interessant, ich habe mir so oder so mal das Trading angeschaut, ich habe mir Videos angeschaut und ich kann mich noch nicht so wirklich entscheiden. Ich bin jetzt beim GFT-Broker registriert und habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt und möchte jetzt halt ein bisschen mehr professionell traden. Ich will hier Strategien an die Hand bekommen, die funktionieren. Ich will hier auch meine Fragen, die ich habe, nicht irgendwie an einem Kundencenter oder an irgendjemanden, sondern an euch jetzt richten. Und da noch zusätzlich die Signale mitbekommen, wo ihr 1:1 alles übernehmen könnt und auch schon da die ersten Gewinne macht, dann würde ich euch vorschlagen, klickt jetzt auf das Thema, auf den Link drauf, schaut euch das Angebot an, ja, und kommt jetzt ins Handeln. Ja, kommt jetzt ins Handeln, weil das ist Wissen, das gibt's nicht. Das wird uns nicht in der Schule beigebracht. Ja, das ist Wissen, das kriegst du nur außerhalb vom System und mit extrem viel Geld. Ja. Und wenn das für alle anderen funktioniert hat, dann wird es auch zu 100% auch für dich funktionieren. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, was ist deine Prio und hast du hierbei ein gutes Bauchgefühl oder nicht? Und wenn ja, dann klick jetzt drauf, melde dich an, registriere dich. Der nächste Call wird dann auch ausgemacht. Da geht man deine Ziele nochmal durch. Was möchtest du erreichen? Wie viel möchtest du einsetzen? Willst du hier investieren? Willst du traden? Bist du ein Daytrader? Wirst du nur einmal in der Woche reingehen, einmal im Monat, wie viel Rendite wirst du erwirtschaften, wie viel Geld hast du zur Verfügung und so weiter. Und da bist du auf jeden Fall in Kooperation mit Lines Trading und mit der GFT Bank in sehr, sehr guten Händen. Ja. So, das ist alles von meiner Seite aus gewesen. Ja, der Link ist ja da, gell? Du könntest ja einfach draufklicken und da kommst du direkt zum GFT Spezialangebot. Registriert euch. Und dann kommen wir gleich zu dem nächsten Thema und beziehungsweise wir kommen dann gleich direkt in die Handlung. Ja. Mhm. Okay. So, dann sage ich danke an der Stelle Amen und Markus. Ja, wie gesagt, es ging tatsächlich heute ein Stück länger als geplant. Ich hatte es fast schon geahnt, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch wichtig, dass wir ja auch den Content rüberbringen. Ich meine, ihr habt es ja dann, je nachdem, es ist ja sehr individuell, auch neben der Chartzeichnung, wer sich wem als Mentor aussucht, als Coach oder mit wem gehe ich hier confirm an dem Markt oder dergleichen. Da schaut es euch auf jeden Fall um und ich hoffe, wir konnten euch oder vielmehr das Team von Lions Trading konnte euch hier einen Einblick geben, wie sie denn so vorgehen, was sie denn so treiben, was sie denn auch als Skillset haben. Die ganzen Informationen findet ihr sozusagen auf dem Link. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Markus, Amen, wenn ihr nichts weiter an Infos habt, würden wir dann so langsam aber sicher zum Ende kommen. Der Abend ist ja schon reingebrochen. Und wie gesagt, auch nochmal kam die Frage auf, wir schicken das in jedem Falle nochmal nach. Das Webinar als Aufzeichnung, gerade weil, wie gesagt, ein bisschen Überlänge zusammengekommen ist, aber ich sag mal, daran soll es ja nicht scheitern. Deswegen gibt es ja den Aufnahmebutton auch für alle die, die sozusagen jetzt nicht live dabei waren. Habt ihr ja die Möglichkeit, das nochmal nachwirken zu lassen. Und wie gesagt, den Mailer gibt es ja eben im Nachgang nochmal. Okay, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit. Und wenn ihr nichts mehr habt, Jungs, dann würde ich sagen, gehen wir so langsam zum Ende über. Ja. Das ist klar, super. Super. Hat mich sehr gefreut. Hat uns sehr gefreut. Mhm. Ja. Vielen Dank. Kann ich mich nur anschließen. In dem Sinne, happy trading at all. Immer auf die Stops aufpassen. Haltet das Risiko im Auge. Und einen wunderschönen Abend und auf bald in jedem Falle. Ciao dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao.